Willkommen zurück zum Medizintechnik 2. Heute wollen wir uns etwas über Magnetresonanzbildgebung unterhalten. Zuerst werden wir das Thema einführen und werden dann in der Folge uns ansehen, woher der Magnetresonanzeffekt kommt und uns verschiedene Kontrastmechanismen ansehen. Nun fangen wir mit der Einführung an. Ein MR-Scanner sieht typischerweise so aus. Das ist ein großes Gerät mit einem Loch in der Mitte, in das der Patient gelegt wird. Und da drin können Aufnahmen von verschiedenen Körperteilen gemacht werden. Der Patient kann virtuell in Schichten zerlegt werden, die dann zur Diagnostik eingesetzt werden können. Im Gegensatz zur Computertomographie, die auf Röntgenstrahlung basiert, muss bei der MR-Bildgebung keine ionisierende Strahlung eingesetzt werden. Natürlich hat die CT auch gewisse Vorteile, weswegen sie auch heute noch sehr starke Verbreitung findet. Beispielsweise kann mit der Röntgenbildgebung ein sehr guter Kontrast im Knochen erzeugt werden. Auch ist die Ortsauflösung sehr hoch und ist bei diagnostischen Geräten in der Größenordnung von 0,4 mm. Die Scanzeit liegt bei CT nur im Bereich von Sekunden. Ich kann einen Patienten von Kopf bis Fuß innerhalb von, sagen wir, ungefähr 12 Sekunden scannen. Und natürlich hat es auch Nachteile, da sich die Bildorientierung erst nach dem Scan verändern lässt. Für MR gibt es viele Vorteile. Wir haben zum Beispiel auch verschiedene Kontrastmechanismen, wie wir sie heute in diesem Video besprechen werden. Wir können insbesondere Weichgewebe sehr, sehr gut damit visualisieren und erreichen Ortsauflösungen in der Größenordnung von einem halben bis ungefähr 3 mm. Allerdings gibt es auch einen Nachteil. Die Technologie ist sehr teuer und die Scanzeit liegt im Bereich von Minuten. Damit sind wir also deutlich langsamer als bei der CT, weswegen häufig auch CT für Notfälle eingesetzt wird. Interessant ist, dass wir bei der MR die Bildaufnahme in beliebiger Orientierung gestalten können, wie wir noch im Verlauf dieser Vorlesung sehen werden. Hier habe ich ein paar Beispiele, wie solche CT- und MR-Bilder des Kopfes aussehen. Wir sehen links das CT-Bild, in der Mitte den T1-Kontrast des MR und rechts den T2-Kontrast des MR. Wie wir sehen können, können wir mit CT eben nur einen Kontrast darstellen und dort eben sehr gut den Schädelknochen oder andere Knochen im Gehirn sehen. In der MR haben wir den großen Vorteil, dass wir im Weichgewebe sehr, sehr gute Kontraste bekommen. Wir können beispielsweise unterschiedliche Gewebe des Gehirns unterscheiden, wie zum Beispiel die weiße und die graue Materie. Nun wollen wir uns doch ansehen, wie dieser Effekt funktioniert. Dazu sehen wir uns Magnetfelder an. Und die meisten von euch kennen wahrscheinlich Magnetfelder anhand des Erdmagnetfelds, anhand einer Kompassnadel, die in der Lage ist, immer auf den Nordpol zu zeigen. Tatsächlich richtet sich diese Nadel, wenn sie einmal ausgelenkt ist, nicht sofort zum Nordpol aus, sondern sie schwingt sich langsam ein. Das heißt, bevor wir die Ausrichtung nach Norden erreichen, wird über den Nordpol leicht hinübergeschossen, aber die Schwingung erreicht endgültig den Nordpol. Das heißt, wir konvergieren quasi bis zum wahren Nordpol, aber schwingen immer wieder hin und her und die Amplitude, das heißt der Ausschlag dieser Schwingung, wird über die Zeit langsam reduziert. Interessant ist, dass die Frequenz jedoch immer gleich bleibt. Und genau diese Frequenz wird übrigens durch die Feldstärke des Magnetfelds bestimmt. In einem echten Kompass sehen wir diesen Effekt nicht so stark, weil dort Flüssigkeit eingesetzt wird, die eine Dämpfung dieses Effekts bewirkt. Nun, tatsächlich arbeiten wir bei der MR-Bildgebung nicht mit einem Kompass oder Kompassnadeln. Tatsächlich setzen wir dafür veränderliche Magnetfelder ein, die wir in sogenannten Radiofrequenzwellen sehen. Nun, tatsächlich bewirkt die Veränderung der Nadel, also die Schwingung der Nadel, ein veränderliches Magnetfeld und damit induziert sie gleichzeitig eine elektromagnetische Schwingung. Diese Schwingung können wir über eine Empfangsspule messen und dieses Verfahren ist letzten Endes auch der Grund, warum wir MR-Bildgebung durchführen können. Natürlich können wir diesen Effekt auch genau in die umgekehrte Richtung einsetzen, indem wir mit einer elektromagnetischen Welle unsere Kompassnadel in Schwingung versetzen, damit wir den Effekt dieser Schwingung später mit einer Empfängerspule messen können. Nun, das Ganze ist vielleicht für euch jetzt etwas neu und deswegen habe ich versucht, euch ein anschauliches Beispiel mitzubringen und dafür setzen wir tatsächlich einen Simulator ein und diesen Simulator könnt ihr auf dieser Webseite ausprobieren.
Hier sehen wir jetzt entsprechende Simulation und hier ist unsere Kompassnadel. Und diese Kompassnadel kann ich jetzt beispielsweise antippen. Und wenn ich möchte, dass die Kompassnadel in Schwingung versetzt wird, ich muss also immer in dem Moment antippen, in dem ich die Nadel möglichst gut in Schwingung versetzen kann. Tatsächlich können wir im Körper jetzt keine Nadeln anstoßen, deswegen setzen wir hier auf veränderliche Magnetfelder. Zum Beispiel könnte ich einen Magneten nehmen und damit meine Nadel ausrichten. Und wenn ich jetzt eine Schwingung induzieren möchte, dann muss ich immer in geeigneter Frequenz, wenn meine Nadel auf mich zukommt, diese wieder wegdrücken. Nun, tatsächlich ist es auch schwierig, hier mit kleinen Magneten zu arbeiten, die wir immer wieder hin und her schieben. Deswegen arbeiten wir stattdessen mit elektromagnetisch induzierten Magnetfeldern. Dazu setzen wir eine Spule ein. Und auch diese Spule kann ich über entsprechende Einstellungen stärker oder schwächer werden lassen. Und wenn ich hier dieses Magnetfeld variiere, seht ihr, wie ich die Kompassnadel in Schwingung versetzen kann. Nun, tatsächlich kann ich das auch automatisch machen. Ich kann zum Beispiel eine Schwingung hier auswählen, mit der dann meine Magnetnadel mit der richtigen Frequenz angestoßen wird. Und wenn ich die Frequenz richtig wähle, dann erreiche ich auch eine schöne Anregung der Magnetnadel. Wenn ich jedoch die Frequenz falsch wähle, seht ihr, dass kaum noch eine Schwingung stattfindet und tatsächlich keine gute Anregung passiert. Nur mit der richtigen Frequenz erreichen wir eine richtige Modulation und Anregung unserer Kompassnadel. Nun, warum rede ich über Kompassnadeln, wenn wir doch etwas im Körper messen wollen? Nun, unsere Magnetfelder können wir natürlich auch zur Messung von kleinen Magnetfeldern im Körper einsetzen. Aber die Magnetfelder, die wir messen wollen, sind um Größenordnungen kleiner als das, das durch die entsprechende Kompassnadel induziert wird. Tatsächlich brauchen wir dafür sehr starke Magnetfelder. Wenn wir uns das Magnetfeld der Erde ansehen, mit dem ich diesen Kompassnadeleffekt schon untersuchen kann, dann liegen wir in der Größenordnung von 6 mal 10 hoch minus 6 Tesla. Tesla ist die Einheit, in der man Magnetfelder misst. Tatsächlich setzen wir für medizinische Zwecke MR-Scanner ein mit einer Feldstärke von ungefähr 1,5 bis 3 Tesla. Und tatsächlich sind die kleinen Magnete, die wir messen wollen, die Kerne. Natürlich geht es hier um den Wasserstoff, der im Wasser gebunden ist, der sich im Körperinneren befindet. Und diese hier, tatsächlich haben wir in der Größenordnung von 10 hoch 27 solche Wasserstoffkerne im menschlichen Körper. Und genau um diese geht es. Wir wollen tatsächlich wissen, wie diese Wasserstoffkerne im Körper verteilt sind, um damit am Ende ein Bild berechnen zu können. Tatsächlich sind diese im Normalfall völlig zufällig im Körper geordnet. Wir haben also diese kleinen Wasserstoffkerne oder auch Protonen, haben nur ein sehr, sehr schwaches Magnetfeld und dadurch, dass sie sich im Wesentlichen völlig zufällig im Körper anordnen, unsere Wasserteilchen eben sich gegeneinander ausgleichen, haben wir keine Magnetisierung des Körpers. Ihr wisst natürlich, Menschen sind nicht magnetisch, können vielleicht andere Menschen finden, die uns anziehen, aber das sind dann keine magnetischen Effekte. Aus unserem Erfahrungswissen können wir natürlich berichten, dass Menschen nicht magnetisch sind. Und genau das liegt an dieser zufälligen Anordnung der Protonen im Körper, die keinerlei magnetische Effekte in unserem Körper vermuten lassen. Um einen entsprechenden magnetischen Effekt jedoch nutzen zu können, muss man die Protonen im Körper an einem starken Magnetfeld ausrichten. Dieses starke Magnetfeld sorgt dann dafür, dass unsere kleinen Protonen im Körper sich entlang des starken Magnetfelds hier B0 ausrichten, also das sind diese 1,5 oder 3 Tesla, die dafür sorgen, dass sich die ganzen Protonen im Körper richtig ausrichten. Nun, das Interessante daran ist, dass dadurch, dass sich die Protonen alle ausrichten, die einen mit dem Magnetfeld, die anderen gegen das Magnetfeld, aber im Mittel doch ein gewisser Anteil eben mehr mit dem Magnetfeld, erreichen wir damit eine Magnetisierung, die leicht größer als 0 ist. Und diese leichte Magnetisierung, die durch einen Einsatz von einem entsprechenden B0 erreicht werden kann, sorgt dann dafür, dass wir tatsächlich eine Magnetisierung im Körper erreichen, die wir dann für den Magnetresonanzeffekt einsetzen können. Nun, das Ganze ist noch etwas schwieriger. Wir haben tatsächlich im Körper nicht einfach nur den Effekt, dass wir die Protonen uns als kleine Magneten vorstellen können. Tatsächlich befinden sich diese Protonen die ganze Zeit in einer Rotationsbewegung. Und diese Rotationsbewegung
ist mit dem entsprechenden Hauptmagnetfeld B0 ausgerichtet und die eigentliche Anregung verursacht dann einen sogenannten Präzisionseffekt. Der Präzisionseffekt sorgt dann dafür, dass die Protonen sich in einer Bewegung um die Hauptachse des Magnetfelds drehen. Nun, diese Bewegung ist schwierig aufzuzeichnen, deswegen habe ich hier ein kleines Video vorbereitet. Einen ähnlichen Effekt wie den Präzisionseffekt kann man auch beobachten, wenn man sich mit dem Schwerefeld der Erde auseinandersetzt. Hier benutzen wir keine Magnetfelder, sondern Gravitationsfelder und Fliehkräfte. Im Prinzip können wir uns dieses Rad hier vorstellen, wie die Protonen im Körper, die jetzt aktuell mit dem Hauptmagnetfeld ausgerichtet sind, und durch die Anregung werden sie entsprechend ausgerichtet, aber die schnelle Eigenrotation sorgt dafür, dass der Präzisionseffekt auftritt. Und hier sehen wir, ähnlich wie wir es beim Anregen von Protonen finden würden, dass diese dann langsam sich wieder mit dem Hauptmagnetfeld ausrichten, hier dem Gravitationsfeld der Erde. Und wir sehen also, dass nicht nur eine Eigenrotation um die eigene Achse stattfindet, sondern auch noch eine zweite Präzisionsrotation um die Achse des Hauptmagnetfelds. Letztendlich erreichen wir eine völlige Ausrichtung unserer Wasserstoffteilchen mit dem Hauptmagnetfeld. Die Frequenz dieses Präzisionseffekts lässt sich als sogenannte Larmor-Frequenz bestimmen und diese wird durch die Konstante Gamma mal den Betrag des Magnetfeldes ermittelt. Das heißt, je höher die Stärke meines Magnetfeldes ist, desto höher ist auch die Präzisionsfrequenz. Und tatsächlich erfolgen Anregung, aber auch Auslesen des Signals entsprechend dieser Larmor-Frequenz. Die Konstante Gamma, das gyromagnetische Verhältnis, wird mit 42,576 MHz pro Tesla für Wasserstoffkerne angegeben. Das heißt, in einem 1,5 Tesla Magneten erreichen wir Präzisionsfrequenzen von ungefähr 64 MHz, was eben genau Radiowellen entsprechen würde. Analog zu unserem Kompass können wir nun das Magnetfeld der Wasserstoffkerne mit einer entsprechenden Radiofrequenz auslösen und dafür diesen Präzisionseffekt erschaffen. Natürlich, wenn wir diesen Effekt orthogonal zu B0 anwenden, erzeugen wir ein schwaches Magnetfeld B1. Wenn wir nun eine entsprechende Anregung erzeugen, dann können wir einen entsprechenden Präzisionseffekt beobachten. Dieser verhält sich ähnlich wie ein fallender Kreisel. Hier das Ganze nochmal schematisch dargestellt. Unser Magnetfeld zeigt hier nach oben, bevor wir die Anregung erreichen. Wenn wir dann in Rot gezeigt unser Magnetfeld orthogonal zu B0 auslenken, dann erfahren wir genau diesen Präzisionseffekt, so dass sich unsere Wasserstoffkerne langsam mit dem Hauptmagnetfeld wieder ausrichten. Nun, der Effekt ist sehr schwierig zu beobachten, da sich im Wesentlichen unser Koordinatensystem die ganze Zeit dreht, und zwar genau in der Larmor-Frequenz. Wenn ich als Beobachter dies beobachte, sieht diese Bewegungsmuster sehr kompliziert aus. Wir können das Ganze jedoch deutlich vereinfachen, indem wir einfach in ein rotierendes Koordinatensystem wechseln. In diesem rotierenden Koordinatensystem muss ich dann nicht mehr die beiden Achsen unterscheiden, die in der Anregungsebene liegen. Und wir können vereinfacht in einem 2D-Koordinatensystem einfach die Magnetisierung darstellen durch die Richtung entlang der Hauptmagnetisierung und orthogonal dazu in dem entsprechenden mit der Larmor-Frequenz rotierenden Koordinatensystem. Nun, damit haben wir den entsprechenden Anregungseffekt erklärt und wie wir erwarten würden, dass eine Rückkehr in den Basiszustand stattfinden würde. Tatsächlich ist dieser Effekt aber noch etwas komplizierter. Wir haben unterschiedliche Relaxationen in unterschiedliche Richtungen. Damit sind wir dann auch in der Lage, unterschiedliche Kontraste zu erzeugen. Wir sehen also, dass die Entspannung, die Relaxation entlang der B0-Achse und senkrecht dazu auf unterschiedlichen Zeitskalen abläuft und dieser Unterschied ermöglicht es uns, unterschiedliche Kontraste zu messen. Tatsächlich unterschlagen wir aktuell auch noch den Effekt, den wir durch das Einsetzen von Voxeln erhalten würden. Momentan sehen wir uns nur die Summe über alle Wasserstoffkerne im Körper an und tatsächlich werden wir uns erst im nächsten Video damit beschäftigen, wie sich tatsächlich die Zusammensetzung im Voxel wieder bestimmen lässt. Also alles, was wir hier besprechen,
findet tatsächlich einfach kumuliert über alle Wasserstoffkerne im Körper statt. Wiederum haben wir unser Koordinatensystem haben wir so weit vereinfacht, dass wir von drei Dimensionen auf zwei gehen konnten, da wir identifiziert haben, dass uns eigentlich nur die Magnetisierung entlang des Hauptmagnetfelds und deren orthogonal dazu interessiert. Das heißt, wir können uns die beiden Effekte auch getrennt ansehen, weil die Hauptmagnetisierung sich aus den beiden Vektoren entlang, also MZ, und orthogonal dazu MXY darstellen. Wir sprechen hier auch von der longitudinalen Komponente und der Transversalkomponente, aus denen sich dann die Gesamtmagnetisierung bestimmen lässt. Initial ist die transversale Magnetisierung 0, da wir keine Anregung haben, und in dem ideal angeregten Zustand wechselt das dann, sodass wir in der longitudinalen Komponente plötzlich 0 haben und die gesamte Magnetisierung in die transversale Ebene wechselt. Nun sehen wir uns die beiden Prozesse an. Wir haben nämlich unterschiedliche Relaxation in diesen beiden Achsen. Die Wiederkehr der longitudinalen Komponente kann mit der Konstante T1 beschrieben werden, die sich hier als Exponentialkurve formulieren lässt. T1 gibt dabei die Zeit an, wie schnell die Rückkehr in den Urzustand stattfinden kann. Wir sehen hier, dass sich typische T1-Zeiten in Zeiträumen von bis zu 2,5 Sekunden bewegen können und wir sehen, dass die Relaxation, also die Rückkehr in den Normalzustand, bis zu 12,5 Sekunden dauern kann. Also dieser Prozess ist relativ langsam, auch in Bezug auf Messzeiten. Der andere Vorgang in der Transversalebene ist sehr viel schneller. Der Zerfall ist bedingt durch die Konstante T2 und diese Konstante T2 misst die Zeit, in der die Magnetisierung in der Transversalrichtung wieder auf Null zurückfällt. Wir sehen, diese Zeiten sind relativ kurz, 45 Millisekunden, und wir sehen, dass die vollständige Rückkehr in einen Nullzustand bei ungefähr 225 Millisekunden liegt. Dieser Effekt ist also deutlich schneller als die Rückkehr in die Longitudinalrichtung. Bedingt wird dies, dass in der Transversalrichtung natürlich nicht nur einzelne Wasserstoffkerne sind, sondern deren Nachbarn sich auch gegenseitig beeinflussen. Und das führt zu einer entsprechenden Dephasierung, was dafür sorgt, dass das Signal sehr, sehr schnell wieder verschwindet. Tatsächlich ist diese Zerfallszeit noch schneller als die, die wir bisher angegeben haben, weil wir nie ein perfektes B0 erreichen. Es gibt immer kleine Unterschiede im B0, die dann dafür sorgen, dass die Dephasierung an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich stark ist und damit wird der Zerfall der Magnetisierung in der Transversalrichtung noch weiter beschleunigt und dann spricht man tatsächlich von der realen T2-Zeit und diese wird mit T2-Sternen angegeben. Das ist also die Zeit, die tatsächlich gemessen werden kann. T2 ist eine ideale Konstante, die in dieser Form meistens nicht messbar ist, weil man nie solche idealen, homogenen Magnetfelder in der Hauptmagnetisierung erreicht. Sehen wir uns den Effekt an, der dann tatsächlich eintritt. Wir sehen also, dass im Gegensatz zu dieser schönen Kugeloberfläche, die wir vorhin gesehen haben, die echte Relaxation ganz anders aussieht. Wir sehen einen sehr schnellen Zerfall innerhalb der Transversalrichtung und dann ein langsames Aufbauen in Longitudinalrichtung. Dieser Prozess ist auch hier von außen betrachtet eine relativ komplizierte geometrische Figur. Deswegen können wir das Ganze vereinfachen, indem wir in ein rotierendes Koordinatensystem wechseln, wodurch wir dann sehen, dass sich der Prozess entsprechend einer relativ einfachen Kurve beschreiben lässt. Die Form vorher entsteht natürlich durch Rotation um das Hauptbewegungsfeld. Diese unterschiedlichen Effekte können wir jetzt nutzen, um unterschiedliche Kontraste zu erzeugen. Dazu werden wir wechselnd anregen und verschieden lange Pausen durchführen. Dazu führen wir zwei Zeiten ein. Wir nehmen einmal die Zeit von dem Echo bis zur Messung und dann die Zeit zur Wiederholung der eigentlichen Sequenz. Das heißt, wir regen an, wir warten TE, dann wird gemessen, dann warten wir noch den Rest auf TR, bis das Ganze wiederholt wird. Und durch diese Variation dieser beiden Zeiten lassen sich jetzt nun unterschiedliche Kontraste erzeugen. Wir haben das mal hier dargestellt über zwei unterschiedliche Materialien, zwei unterschiedliche Gewebe und die beiden Gewebe unterscheiden sich sowohl in der T1 als auch in der T2-Zeit. Wenn wir jetzt den Unterschied dieser Gewebe in T1-Richtung messen wollen, dann wählen wir TE sehr kurz, weil wir damit einen geringen Unterschied in der
T2-Zeit erzeugen. Wir wählen aber TR auch einigermaßen kurz, so dass wir noch in einer Zeit liegen, bei dem ich den Unterschied der beiden T1-Zeiten tatsächlich darstellen kann. Dieses wiederhole ich und damit wird natürlich der Unterschied in der T1-Zeit immer stärker und ich kriege ein schönes T1-gewichtetes Bild. Nun, wir können die Zeiten auch anders wählen. Beispielsweise kann ich eine lange Echozeit und eine lange Wiederholungszeit wählen. Wenn ich die entsprechend setze, dann erzeuge ich einen geringen Unterschied in der T1-Zeit. Die beiden Gewebe unterscheiden sich hier nur wenig, aber wir können den entsprechend starken Unterschied in der T2-Zeit messen und das gibt uns die sogenannte T2-gewichtete Kontrastsequenz. Es gibt noch eine dritte Sequenz, die klinisch eingesetzt wird. Hier wird die TE, also die Echozeit, sehr kurz gewählt, die TR-Zeit sehr lang und damit erreichen wir quasi wenig Einfluss von T1 und T2-Zeiten und messen letzten Endes die Protonendichte, also wie viele Wasserstoffkerne pro Voxel tatsächlich vorliegen und dies liefert dann entsprechende Bilder, wie hier rechts gezeigt. Tatsächlich könnte man noch von einer vierten Sequenz ausgeben, die eben genau andersrum funktioniert, bei der man eine kurze TR-Zeit einsetzt und eine lange Echozeit. Allerdings ist diese klinisch nicht üblich, weil sie tatsächlich eine sehr schwache Signalamplitude erzeugt und damit keine guten messbaren Bilder. Insofern wird diese Sequenz nicht eingesetzt. Ich hoffe, ihr konntet damit einen ganz guten Überblick in die verschiedenen Kontrastverfahren, die bei der Magnetresonanztomographie eingesetzt werden, erhalten und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Vielen Dank.